das erste Mal beim amerikanischen Zahnarzt. Ob es weh tut und wie viel es kostet, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und willkommen zu Zeit mit Jamaika. Mein Name ist Ricarda und mein erster Zahnarztbesuch in Jamaika steht an. Ich habe jetzt seit Monaten eigentlich Schmerzen oben links im Sechser, immer wenn ich Süßes esse, und ich esse halt immer Süßes. Deswegen will ich es auschecken lassen, bevor es schlimmer wird. Und auch eine Reinigung soll sie machen, weil ich das auch bisher immer selber gemacht habe. Sollte es mal ein Profi tun. Ich bin gespannt, wie viel das kostet. Ich habe keine Krankenversicherung. Deswegen rufe ich das mal an bei Western Dental und guck mal, wenn ich kommen kann. Hello, my name is Ricarda. I would like to get an appointment, please. Filling and cleaning. Yeah, Friday. Yes, all right. Good. Ich bin auf alle Fälle schon mal richtig hier. Ich habe am Dienstag angerufen und kann also heute am Freitag schon kommen. Hätte auch schon gestern kommen können, aber hatte ich keine Zeit. Ja, ich war jetzt jahrelang nicht beim Zahnarzt. Ich hatte nie Probleme. I can do the check then if I just come and give you. We have an appointment to work now. Yes. And Ricardo. Schickes Wartezimmer haben sie hier. Ich muss jetzt gar nicht lange warten, es geht jetzt schon los ins Behandlungszimmer. Also es sieht genau aus wie bei einem deutschen Zahnarzt. Alles ist da hier, alle Instrumente, alle Materialien. Hygiene ist top. Are you using a hard toothbrush? Mm-hmm. Yeah, you have to stop using the hard toothbrush. Since the soft toothbrush is picked up, but what you do is brush away the teeth. Yeah. Now, when you brush your teeth with the toothbrush, the hard toothbrush dig into the tooth. So, what you have is like an abrasion on both of them. So, there's this one and this one. And I always use a hard one also. It's clear hard when I use. No, it should be good on shoes. Because I think the hard one might be not. That's the worst one. Yeah, that's what I use. The cramping. Yeah, so what you gonna do is, because it's a boat team now. So this is on 12 and 13. So, boat call class. Yeah. I don't know what
opposite of what we say. Maybe with the right hand more. Oh. But we use left hand. Yeah, probably. Ich bin da, ja. Problem hier unten. Ich hab's da oben. Aber die werden schon wissen, was sie tun. Bin gespannt, ob ich noch irgendwas merke. Alles taub. Hier sind die Mordinstrumente. Kann man das sehen? Die Schwarte auf die nette Zahnärzte. Sie kam jetzt gerade rein und meinte, ich sollte da noch ein bisschen Zeit geben, weil sie jetzt noch parallel jemanden irgendwie hat. Ja, keine Ahnung, wie lange das jetzt dauern kann. Ich kann irgendwie immer schlechter reden. Also meine ganze rechte Hälfte ist alles taub. Ich merke gar nichts mehr. Ich hoffe, ihr versteht mich noch, aber ich denke schon. Ja, mal sehen, wie lange ich jetzt hier noch warten kann. Das ist hier meine Befundkarte. Also 36.500 wird es kosten. The sweet scarcity, ne? Oh. Yeah.
Tafel. So, ich bin zurück vom Zahnarzt und jetzt kommt mein Fazit, weil ja viele immer Bedenken haben und Vorurteile über die medizinische Versorgung hier auf Jamaika. Also ich habe keinen Unterschied gemerkt zu einem deutschen Zahnarzt. Die technische Ausstattung war die gleiche, das Know-how der Zahnärztin war super top, sie waren sehr nett, weil sie also bei mir festgestellt hat, dass ich zu hart bürste. Auf der linken Seite mit einer zu harten Bürste habe ich mir also zwei Zahnhälse sozusagen kaputt gebürstet. Die hat sie mir jetzt gefüllt, das sieht ein bisschen sehr komisch aus, also wären die Zähne irgendwie viel länger geworden. Ja, und hat noch ein Loch gefunden, von dem ich auch nichts wusste. Ich hatte keine Beschwerden. Und zwar, das war hier unten rechts, wo ich dann so betäubt war, hatte also seinen Grund. Sie meinte, es wäre auch sehr, sehr schwer zu finden gewesen. Deswegen also Big Up an Dr. Chan von Western Dental. Was mich weniger überraschte, war das Unkoordinierte und die Dauer. Also ich war 3 Stunden auf diesem Stuhl, habe auch jetzt noch Kiefergelenksbeschwerden. Ich nehme mal an, hoffentlich die Muskeln. Also ich kann mein rechtes Kiefergelenk schwer öffnen, das macht mir Schmerzen. Und dann war ja der Ian zur gleichen Zeit bestellt wie ich. Und wir dachten, dass sie mehrere Ärzte haben. Aber sie hatten nur die eine Ärztin und er musste also diese 3 Stunden warten, bis es dann um 5 war. Und dann war es im Prinzip zu spät. Ja, dann haben sie gesagt, ja, dann komm halt am Montag wieder. Und genau das Gleiche, wo sie dann einmal rausging für eine halbe Stunde und mir sagte, dass sie jetzt noch einen anderen Patienten nebenbei hat, hat mich auch eigentlich nicht überrascht. Denn das ist ja wie in der Werkstatt, da ist auch der Mechaniker an sämtlichsten Autos gleichzeitig dran. Von dem her keine Überraschung, aber sie konnten mir helfen. Ich habe bezahlt, also für die, im Prinzip waren es 3 Füllungen, aber sie haben nur 2 berechnet. 2 oben, die eine unten und die Zahnreinigung habe ich und die Untersuchung insgesamt umgerechnet bezahlt 212 Euro. Jetzt könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob das auch in Deutschland so ungefähr die Preislage wäre. Ich nehme mal an, bestimmt ein bisschen höher. Es gibt auch hier Wald- und Wiesenzahnärzte, die ein bisschen günstiger sind, die aber dann auch nicht so gut sind. Also ich war hier wirklich gut aufgehoben. So, und ihr wisst ja nun, dass das jamaikanische Mindestgehalt bei 165 Euro im Monat liegt. Jetzt fragt ihr euch, wie kann sich ein Mindestverdiener eine Zahnarztrechnung von 212 Euro denn überhaupt leisten? Er kann sich nicht leisten. Die Lösung ist, den Zahn einfach zu ziehen. Und jetzt plant die nette Regierung, das Mindestgehalt nach 3 Jahren um 4% zu erhöhen. Das sind ganze 6,60 Euro im Monat. Die Lebensmittelkosten sind 20% gestiegen, die Taxikosten 15% und die Gehälter steigen um 4%. Und wisst ihr, was das ausmacht? Diese beiden Packungen Milch, das sind genau 6,60 Euro. Ganz toll, liebe Regierung, ganz toll. So, jetzt gibt es noch die Probe aufs Exempel, ob sich der Zahnarztbesuch und die Kosten gelohnt haben. Ich habe hier ein Stück feinste Schweizer Schokolade, alle paar Tage mal ein Stück, man lernt sich ja zu beherrschen. Bei diesem Stück hätte ich auf jeden Fall mega Schmerzen oben links gehabt. Ob das jetzt der Fall ist, teste ich jetzt. Ich merke nichts. Es schmeckt mega toll. Schmerzfrei kann ich jetzt wieder meine Schokolade genießen. Ich bin glücklich. Es hat sich gelohnt. Danke, Dr. Chan. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne da unten auf Abonnieren klicken, um diesen Kanal am Leben zu halten. Es ist komplett kostenlos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, eure Ricarda.